Kevin Wimmer und Marco Grühl, heute zu Gast bei Gleichgedacht. Es geht darum, dass ihr möglichst viele Punkte sammelt. Wir starten mit der ersten Frage. Welcher Mitspieler ist euer Kabinenclown? Geht eh gut, Alter. Was für Stift, ey. Du hast zwar wieder die Sparmaßnahme genommen da. Geht top. Taxi schon vorher alles leer gemacht habe im Stifte. Ja, ich glaube, das passt. Das sieht man. Kamera? Ich Probe genommen. Ja. Volltreffer. Erste Frage, erster Punkt. Ich habe zwar auch Taxi im Sinn gehabt, aber. Nein, Robo ist schon. Robo immer. Allein. Wenn er zum Tanzen anfängt, oder dann. Der Robo. Allein nach Gang, glaube ich, ist ja der Clown. Frisur passt auch. Frage Nummer 2. Kompliment an den Stifter. Ja, das. Welcher Mitspieler kennt die Kraftkammer unter Anführungszeichen nur von außen? Bist du denn? Das, wer hat sich denn die Fragen ausgedacht? Von außen? Ein kreatives Medienteam. Ja. Also der geht, wer geht denn nie in die Kraftkammer? Haben wir ein paar, oder? Einer sitzt hinter dir. Ja, aber dürfen wir nicht aufschreiben, Griller. müssen uns irgendeinen Tipp geben. Was? Dürft euch gegenseitig natürlich keine Tipps geben. Ich habe gerade keinen im Sinn. Wer heißt nie in der Kraftkammer, Alter? Ohne Spaß. Ja, ich weiß einen, Alter. Wir gehen nicht. Ja, komm. Ja, passt. Bist du deppert? Also ich weiß nicht einmal, wie man das schreibt, aber ist ja wurscht, oder? Ja, nicht. Ja. Geh mal. Stolki. Ja! Krank, Alter. Interessante Schreibweise von euch. Der Brate, Alter. Der Stolki, Alter, habe ich schon richtig rausgekotzt. Ah, fliegt mein kleiner Stift weg. Aber der braucht nicht mehr. Zweite Frage, zweiter Punkt. Welcher Mitspieler sollte die Mannschaft zu einem Abendessen einladen? Ja gut, ja, aber sollst du da auf die gleiche Antwort kommen? Killer. Was machen wir? warte. Ja gut, ey, wie sollst du da den gleichen nennen? Ich bin nicht so einfach. Das ist wirklich schwierig. Wer war ein guter Koch bei uns, oder? Ein Haumkoch. Du? Wie steppert, oder? Schreib's denn da auf. Schreib irgendwen. Irgendwen? Wenn das jetzt passt, oder? Das wäre unfassbar. Sollen wir nehmen? Du! Der Stift ist top. Hast du nicht mehr immer den, was ich mir denke? Kevin, schau, du kriegst einen Ersatzstift. Hab ich, ja. Du? Ja. Hopp, Wechsel. Danke. So. Dama? Dama. Strunze! Wieso genau Oliver Strunz? Legende. Ja. Das ist ein Insider. Ein Blitzstart von euch mit drei Punkten aus drei Fragen. Wahnsinn. Kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Mitspieler hat das lauteste Organ in der Kabine? Ja, gut. Er schreibt zu viel, Alter. Nur die Zeichen. Was schreibst du? Geht's? Ja. Koja. Taxi.
Ein wenig zicke zacke gemacht. Ja. Ach, schade. Ja, gut gedacht eigentlich. Ja. Einmal muss man auslassen. Ja, alle können wir auch nicht machen. Sonst hätten wir wieder geschummelt dann, oder? Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Mitspieler hat den besten Musikgeschmack? Ja, haben wir einen DJ. Ja, ja. Schreib auf. Jetzt bin ich gespannt. Ja. So gern. Tolle. Ja! Geh mal, Pauli. Bleib mal der Pauli, Alter. Handschuh. Pauli ist verlost. Der fünfte Punkt für euch. Kommen wir zur vorletzten Frage. Welcher Mitspieler achtet am meisten auf seine Haare? Wer ist denn das? Der Toni. Ja, Toni Brünster. Der hat keinen. ich weiß jetzt gar nicht. Für die Haare, Alter. Wer macht denn immer seinen Matten? Sogar im Trainingslager gibt es da irgendeinen. Hast du irgendwen? Ja, ich habe einen. Ein Abi. Ein Abi. Ein richtiger Abi. Ein schöner Abi. Das ist ein Wahnsinn, oder? So, sag ihm. Erche. Ja! Diesen Punkt müssen wir leider wieder wegnehmen, nein, weil ihr euch nicht abgesprochen habt. Das gibt's ja gar nicht. Warum haben wir uns abgesprochen? Weil das Wort Abi gefallen ist. Ja, aber es gibt ja viele Abis bei uns. Jussi zum Beispiel. Das war aber eine ganz klare Absprache, deswegen leider keinen Punkt für euch. Schade, Erci. Alles für. Ja, Verständnis ist gut da. Absprache. Frage. Welcher Mitspieler hat die meisten Beauty-Produkte? Ja. Der Orangenpflücker. Auch das könnte ein Hinweis gewesen sein, Kevin. Ja. Ja, sonst nehmen wir die Kokosmilch. Ja, jetzt kannst du eine neue Frage stellen. Oder? Ja. Wir kommen zur letzten Frage. Welcher Mitspieler hat die meisten Talente? Boah, Talente. So, und jetzt dürft ihr nicht mehr miteinander kommunizieren. Okay. Ich hab zwei. Was für Talente denn? Kann man das auch sagen? Allgemein. Aber kann er mehr sagen, was er im Sinn hat und was für Talente es sich handelt? Ihr zwei dürft nicht mehr miteinander reden, nein. Talente, Alter. Ja. Ja, komm, ich probier was. Und das kommt jetzt, Alter. Hey, komm, das eigentlich ist sehr logisch. Ja, schauen wir mal. Eigentlich schon. Hast du was? Homa! Knase! Ja! Krank, Alter! Wahnsinn sind wir. Top! Der zeigt es uns jeden Tag im Trainingslager. Der sechste Punkt. Formel 1, Bowling, alles. Alles war schon. Wie zufrieden seid ihr als Zimmer? Unzufrieden mit dem Schiedsrichter, weil wir eigentlich einen Punkt mehr gehabt hätten, aber sonst war das, glaube ich, ganz gut. Grüli? Ja, gleicher Meinung. Kann man mit leben. Schiedsrichter. Fragwürdig, aber sonst war die Leistung okay. Ganz okay, ja. Dann sage ich vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke.